So, wir kommen in halt der an! Scheiße! Hallo! Ey, Willow! Ich bin hinter dir und jetzt bam! Los, verprügel ihn! Willow, lass weg! Weg, die geh weiter! Jo, Willow, was geht ab? Mein Sohn, bist du das? Ja, ich bin's. Ja, nix, ich wollte ein bisschen nach Klamotten für dich gucken. Ja, ich brauche aber keine Klamotten, Papa, ich hab andere Sorgen. Ich hab ein bisschen Angst. So. Ja. Aber brauchst du, guck mal, dieser gefällt dir nicht? Nee, das gefällt mir nicht, Papa, ich hab Angst. Ah, okay. Wie, du hast Angst, mein Sohn? Ja, Killer-Clowns sind jetzt unterwegs wieder. Was, hier? Ja, die kommen immer nachts. Oh mein Gott, das ist gleich 3.33 Uhr, ich hab Schiss. Das müsst ihr dann jetzt gleich sein. Die kommen gleich. Ja, ins Auto, schnell ins Auto, schnell ins Auto. Mein Sohn, warte, du brauchst doch keine Kannst Angst du mir helfen, haben. Papa? Natürlich, mein Sohn, natürlich. Willow, oder? Bitte, mein Sohn, bitte. Du brauchst keine Angst haben. Was machen Lass uns verstecken, lass uns am besten. Ja, die rennen mit Äxte rum und killen die ganze Zeit Spieler. 50, 60 Leute. 50, 60 Leute ja, sind da. Ja, wirklich jetzt, kein Spaß. Ja, das könnte auch für mich kritisch werden, mein Sohn, sag ich dir ganz ehrlich. Wie, hast du Angst? Was heißt denn Angst? Es könnte nur kritisch werden, verstehst du? Ich hab lass dich schnell Angst verstecken. Um dich, mein Sohn. Ey, komm schnell in den Laden rein. Wir müssen warten, bis die Nacht vorbei ist. hinterher, schnell. Mein Sohn, komm her, wir ficken der. Mach hinne. Bin schon drinne, fahr. Schnall die ab, hast du Waffe? Ich brauch keine Waffe, Bruder. Ich hab Messer. Ist egal, lass die hinterherfahren, lass Drive-By machen, okay? Natürlich, los jetzt. Ich werf Messer aus Fenster in seinen Kopf. Wo sind die lang, rechts oder links? Anhalten! Bleib sofort stehen! Bleib stehen! Die haben Unfall gebaut. Die haben Unfall gebaut, scheiße. Okay, die müssen irgendwo hier lang sein. Ich hab die... Oh, guck mal. Ey, da steht das Auto. Ey, ich seh's vor uns. Fahr. Oder mach langsam. Vielleicht sind wir hier irgendwo pissen gegangen. Wir steigen hier aus. Ich hab ne Knarre. Ich hab Fäuste. Ey, kommt raus! Gib du Deckung. Das ist das Auto. Wo ist das Auto? Geh vor, Billo. Ja, ich geh vor. Ich geh von Seite. Pass auf. Geh du von der Seite, pass auf. Zieh du ihn direkt raus, okay? Mach ich. Ich fick den direkt an, Bello-Bombe. Okay, greif an. Was machst du? Hol ihn dir. Dadon, komm mal raus. Hier ist keiner da. Hol die doch raus. Hier ist jemand im Auto. Sind die hinten drinne? Nein, warte mal. Ich gucke. Nee, hier ist keiner. Geh mal hinten rein. Hörst du das? Nee. Wir sind irgendwo geschossen. Wie? Hier hat geschossen? Wo denn? Irgendwo hier am Wasser. Digga, ich glaube, die sind da auf die Insel geschwommen. Meinst du, die sind dahinter? Komm, wir schnappen uns die. Komm. Die sind 100 pro, wohnen die da auf der Insel. Digga, jetzt ist mir egal. Jetzt lass den egal ausmachen, okay? Okay. Wenn die wegfetzen, Mann, ist mir egal. Sei bereit. So, der Kampf. Wir ficken den Mann, Sohn. Vater und Sohn. Kampf gegen die Killer-Clowns. Ab geht's. Gib Gummi. Wo bist du? Was ist hier im Wasser los? Überall Bomben, Alter. Okay, wir sind gleich drüben. Willow, bist du bereit? Normal bin ich bereit. Wo bist du? Siehst du mich? Ja, ich sehe, ich muss dann noch hier kurz mit Hai kämpfen. Okay, was hat der Hai gehabt? Ist der tot? Der schwimmt jetzt hier nicht mehr rum. Okay, ich bin ja schon auf der Insel. Komm zu mir. Wo bist du denn? Seh dich nicht. Hinter dir. Ah, ich sehe. Hey, du bist doch am Arsch der Welt. Sehe dich, mein Sohn. Ja, okay, komm. Ich verliere nie den Kontakt zu meiner Familie. Ja, komm, ich sichere hier schon ab. Wir müssen hier sein. Da hinten ist ein Boot. Hey, was wollt ihr hier? Ey, hier da. Was macht ihr für eine Scheiße? Was macht ihr für eine Scheiße, Alter? Hey, Willow, die kommen, glaube ich. Wo bist du? Ey, Willow! Bin hinter dir und jetzt bam! Prügel ihn! Los, verprügel ihn! Willow, lass weg! Weg, die gehen weiter auf dich! Die rennen hinterher! Hilfe! Fick den doch mal so, lauf weg! Lauf weg! Willow, ich hab Angst um dich! Du hast einen! Renn weg! Ich bin fast tot! Lauf! Der eine ist tot! Der eine rennt hinterher, Digga! Der Blaue verfolgt uns! Greif ihn an! Lauf, mein Sohn! Mein Sohn, spring ins Wasser! Ja, greif ihn an doch! Mein Sohn, ich sterbe gleich! Ey, hau ab! Das nächste Mal krieg ich euch! Digga, was ist das für ein Psycho, Mann? Komm, schnell, mein Sohn! Geh weg! Ich bin auf meiner Liste! Mein Sohn, komm! Digga, das ist hier die Killer-Clown-Insel. Willow, komm, greif die an. Er ist wieder auferstanden, okay. Der eine. Oh, scheiße, Mann. Ey, das sind keine normalen Clowns, Digga. Ich hab den 100% Kopf abgehakt. Und jetzt ist er wieder da? Ich schwör's dir, AB. Scheiße, Mann. Digga, oder sind noch mehrere von denen? B, das ist nicht normal, ja? Scheiße, Mann. War nicht stark gewesen? Ja, Mann, ich bin fast tot, ich schwör's dir. Ich denk, du bist 20, Mann. Bin ich auch, AB, aber die hat eine Axt, verstehst du? Ja, du hast auch Axt. Ja, Bruder, aber der kam von hinten. Krank, Mann. Ich hab auch geschossen die ganze Zeit, Mann. Ich hab die Rückendeckung gegeben. Du bist irre, Mann. Mir leid, wirklich, ey. Ich konnte nichts machen. Gut, mein Sohn. Mein Sohn hat alles richtig gemacht. Ich hatte Angst, auf mich geschossen von diesen Dings hier. Ja, fahr weg. Schwimm. Mach ich doch. Der Hurensohn schießt auf mich von seinen Dings. Scheiße, Mann. Okay, ist egal. Lass hier weg, Leute. Lass sie weg. Mein Sohn, wir werden uns ausrüsten. Wir werden die noch richtig vernichten. Ja, ich hab dir gesagt, warum machst du so eine Scheiße, Digga? Ich hab dir doch gesagt, weil ich dachte, du machst Aufnahme. Ich hab gesagt, du sollst sie nicht reizen, du Idiot, Mann. Ich geh jetzt nicht. Ich lock mich aus. Nein, lock dich doch nicht aus, Digga. Komm, wir gehen jetzt dahin und klären das, Digga. Nein. Ich klär gar nichts mit dir. Leute, das ist wirklich der heftigste Prank, den ich jemals gemacht habe. Gönnt euch das Video. Wo treibt der alte Prängler sich denn rum? Und ja,
hier beim Stripclub treibt er sich rum. Das war mir natürlich klar gewesen. Ich habe ihm nicht gesagt, Stripclub. Kann er mal reingehen? Soll er mal gucken, was da los ist? Und da steht auch schon sein Auto. Das ist doch dieser Jekyll. Und den werden wir uns jetzt einfach bestellen beim South San Andreas Store. Ich glaube, der war schwarz gewesen. Er hat ihn schwarz gehabt. Wir werden uns erstmal genau die gleiche Kiste bestellen und dann wird's losgehen. Ho, ho, ho. Hier ist die gute Kiste. 60.000. Ich glaube, schwarz war es gewesen. Schnell bestellt. Kein Problem. Okay, Leute, wir haben jetzt die Fake-Kiste. Haben wir jetzt. Ich glaube, die Felgen von seinem Auto waren ein bisschen anders gewesen. Aber ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt unbedingt auffällt. Aber wir tun mal so, als wären wir hier irgendein Spieler. Ja, jetzt werden viele wieder sagen, ja, er wird doch den blauen Kreis sehen. Leute, der weiß noch nicht mal, was der blaue Kreis bedeutet. Also von daher, safety first. Ja, okay, die Felgen sehen jetzt ein bisschen anders aus. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Aber ansonsten ist das gleiche Auto. Ja, das müsste... Ja, er hat doch gar nicht so viel getuned hier. Also die Felgen sind ein bisschen anders, aber ansonsten... Warte mal, wir stellen die Kiste einfach mal hier auf dem Parkplatz ab. Okay, das Auto ist ausgetauscht und ich werde mich jetzt mal im TS entmuten. Ich werde ihm mal sagen, dass wir jetzt wohin fahren und dass wir nachher dann die Aufnahme machen, aber dass ich ihm vorher noch was zeigen werde. Und mal gucken, wie er drauf reagiert, wenn wir dann zum Geist fahren, aber vorher noch was Lustiges passieren wird. Jo, Bilal, hörst du mich? Ja, B. Jo, was machst du gerade? Ich bin ja gerade in Kleidungslade. Ich habe ja mich gerade damit eben mit... Alter von Tequila, lalala, allerdings aber mit ein paar Frauen. Jo, was geht? Willst du mich verarschen, Ted? Was denn? Läufst du rum? The Terminator. Wie siehst du denn überhaupt aus? Hast du Lack gesoffen oder was, Junge? Sag ich, hör mal so, Digga. Schau gleich weg. Ich verpasse dir gleich einen Satz heiße Ohren, wenn du weiter so machst, Junge. Tester, Digga, erzähl erstmal dein Astronautenkostüm aus, bevor du mir was von Outfit erzählen willst. Willst du mich veräppeln? Tester, hör mal so. Ey, pass auf. Ich sag dir eins, Digga. Es gibt hier in GTA 5 einen Geist. Und wenn du dich nicht umziehst, Digga, werde ich dir sagen, was du hier für eine Scheiße gemacht hast. Nämlich, den werde ich beschwören, ist mir egal. Überlegst dir. Werd ihn beschwören, Bruder. Tester, was ist denn für ein Geist? Wenn es gibt hier einen Geist. Ich beschwöre ihn und werde ihn auf dich abrichten. Der wird dich töten. Tester, mich kann man nicht töten. Der wird dich auseinandernehmen. Wirst du. Okay, also glaubst du nicht. Ja, natürlich glaube ich dir nicht. Ja, pass auf. Okay, wir fahren jetzt zum Geist. Ich komme Wir fahren jetzt zum Geist. Ist das dein Auto da vorne? Ja, ist mein Auto. Ja, steig ein. Fahr du hin. Pass auf. Guck mal auf die Karte. Hab ich sogar lackieren lassen. Ja, wunderbar. Pass mal auf. Ja. Ich zeig dir jetzt, wo der Geist ist. Pass Bei mal auf. Mir gefällt langsam. Guck mal auf die Karte. Mach mal Karte auf. Karte aufmachen. Und dann guck mal ganz oben, da siehst du doch so eine 4. Geh mal ganz nach Norden, nach Sandy Shores. Ja. Da siehst du doch Gegner, Modus-Serie und da ist so ein 4, ne? Das sind bei mir so 3 orangene Dinger mit einer 4. Ja, ja, genau, das mein Echo. Ja. Und da fährst du jetzt hin, okay? Ja. Was machst du denn? Du bist auf Fahrersitz gegangen. Bist du dumm oder was? Ich setz mich hin. Digga, du bist richtig dumm, ohne Spaß, Digga. Was machst du denn für eine Bist du behindert? Du bist auf Fahrersitz gegangen, Testo. Du bist ausgestiegen. Weil du mich weggeschubst hast von da. Glaub mir doch einfach, was ich dir sage. Warum soll ich denn auch einfach aussteigen? Macht ja gar keinen Sinn. Ja, okay, fahr jetzt einfach hin. Ja. Pass auf, Digga, warum bremst du denn? Hast du Lack gesoffen? Hab ich nicht. Hä? Ey, Digga, verarsch mich nicht, Junge. Testo, kann sein, vielleicht wegen meiner WLAN-Maus. Bist du dumm? Mach doch mal die Tür. Was machst du denn für eine Scheiße? Ey, Testo, ist der Geist. Das ist der Geist, ich hab's dir gesagt. Ja, laber mich nicht voll. Ich hab's dir gesagt. Digga, was ist das denn? Entschuldige dich lieber bei mir. Ich würde mich umziehen gehen, Bruder, der Geist. Laber mich nicht der voll, Geist, Digga. Der Geist ist sauer. Kann ich an meine Tastatur legen, der funktioniert. Das ist der Geist, ich hab's... Ja, was denn für Geist, Testo? Ja, Testo! Ich mach nix. Ey, Testo, verarschst du mich schon wieder? Wie soll ich dich denn verarschen, Digga? Ey, Testo, willst du mich verarschen? An die Tür gehen auf, willst du mich verarschen? Steig doch mal Testo, ein. Sag mal ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Steig doch mal ein jetzt, fahr doch mal jetzt dahin. Machst du das oder nicht? Digga, pass auf. Ich fahr jetzt, ich fahr. Geh weg. Ja, geh weg, ich fahr. Dann wirst du sehen. Darf ich mit deinem Auto fahren, ja? Ja, darfst du, ausnahmsweise. Okay. Ohne Witz, ich hab nichts gemacht, ehrlich jetzt nicht. Es gibt nicht mal einen Geist. Testo, du laberst wieder heute nur Scheiße. Ich glaub dir gar nichts mehr. Wenn, pass auf, Testo, wenn ich gleich sehe, dass es keinen Geist gibt, ohne Witz, dann weiß ich, dass du mich gerade verarscht hast. Dann bin ich richtig sauer auf dich. Der Geist. Weißt du, wie man den beschwören muss? Da muss man erstmal hier 5 Spieler umbringen, die auseinanderstückeln und dann muss man die hinlegen. Dann, wenn man Glück hat, kommt der Geist. Na, ich glaube einfach nur, du laberst wieder Scheiße. Ja, der Geist wird auch zu dir nach Hause kommen. Ja, Testo, zu mir nach Hause kommen. Ja. Soll der mal kommen, will ich mal sehen, wie der nach Hause kommt. Digga, ich sag mal so, jetzt auf einmal, guck mal, bei Bigfoot hast du auch so große Fresse gehabt. Und dann kam er und dann hast du auf einmal Schiss gehabt, ne? Grüße gerne raus. Bist du behindert, weil ich dich gesucht hatte? Ich hatte Angst um dich. Ich hätte Bigfoot auseinandergenommen, du Idiot. Ach so, genau. Digga, warum steigst du jetzt? Warte mal. Warum steigst du jetzt schon wieder aus? Ich bin nicht ausgestiegen, Testo. Ich hab dich rausgekickt, ne, genau. Steig doch mal jetzt bitte ein. Digga, dann bleib doch mal. Testo, steig jetzt ein. Ist echt nervig mit dir. Ehrlich jetzt. Nee, ist wirklich nervig. Oh, da ist es passiert.
Hier wurde die Frau geköpft, glaube ich. Wo ist die Frau gestorben? Ja, irgendwo hier. Ja, das Blut ist wahrscheinlich vom Regen weg. Oder hier, guck mal hier. Oh, siehst du das hier? Hier, das zwischen den Steinen. Hier hat sich Blut festgesammelt. Ich sehe das. Tatsächlich, ausnahmsweise hast du Idiot mal nicht gelogen. Ja, ja. Und willst du hier noch, kannst du ja noch ein bisschen was hier über den Geist sagen? Mach doch noch. Das, ja, aber es gibt ja keinen Geist, ne? Ne, gibt es auch nicht. Hier sag Blut, doch mal sowas wie, ja, Geist, komm zu mir. Ich bin Bilal, der Krasse. Mich kriegst du nicht klein oder so. Sag doch mal irgendwas. Cooles jetzt. Zum Geist hier. Stell dich mal hier hin, stell dich mal hier hin. Sagen. Und sag jetzt was zum Geist. Nee, der kommt nachts erst, du Idiot. Der kommt nachts erst. Ey, was? Immer so, du oder dieser Geist oder dieser Bigfoot oder sonst wer, ich sag dir was. Ich hab keine Angst vor niemandem von diesen Geschichten, verstehst du? Weder Bigfoot, dir noch Geist. Ich fick euch alle drei, wenn es sein müsste. Verstehst du das endlich mal? Okay. Ja, nix, okay. Ja, wo ist dein Geist? Große Fresse gehabt. Ja, ja. Du laberst nur Scheiße. Nee, wir warten jetzt, bis dunkel wird. Komm mit. Ich geh weg hier. Ich hab Schiss. Ich geh weg. Geh du nachher zum Geist hin. Geh du zum Geist hin. Ja, ich bleib jetzt hier. Nein, du kommst jetzt mit. Ich dachte, der kommt hier hin. Ja, der kommt doch dahin. Aber ich hab Angst. War ja klar. Wieder mal muss ich dich beschützen, mein Ja, Mann. Du musst mich beschützen. Du wirst gleich heulen wie ein kleines Mädchen, du kleiner Pisser. Du wirst gleich sehen. Wir wissen nicht. Ja, jetzt hast du wieder große Klappe und gleich rennst du wieder weg, Mann. Bilal rennt nie weg, du Freund. Ja, werden wir sehen. Und Bilal, bist bereit? Der Geist kommt gleich. Ey, guck mal, Testo. Wenn der Geist nicht kommen sollte. Ich sag dir, ich rausfinde, du verarschst mich wieder, ne? Weil du irgendwelche Videos wieder machst, ne? Ich werde nicht mehr mit dir spielen. Der kommt gleich. Der wird gleich kommen. Pass mal auf. Traust du dir das zu sagen? Geist, ich beschwöre dich. Bilal Agabey, mein Name. Komm zu mir. Ich. Und dann sag noch was. Ich kann nicht alles. Okay, warte, ich sag schon. Ja, ich weiß schon, was ich sagen soll. Geist, ich bucke auf dich. Ich bin Bilal Agabey. Keiner fuckt mit mir und dich gibt es nicht einmal. Du bist ein kleiner Schwanzlutscher, so wie Testo und Bigfoot. Scheiße, Digga. Ich glaube mittlerweile, es wird einfach kein Geist geben. Ich glaube, du verarschst mich wieder. Okay, du musst jetzt dich hier hinstellen, hier an diesen Baum hier. Du hast bis 1 Uhr Zeit. Und sagen, Geist, komme zu Bilal Agabey. Dreimal hintereinander. Geist, du kleiner Pisser, komm zu Bilal Agabey. Geist, du kleiner Pisser, komm zu Bilal Agabey. Lakshow, Geist, wo bist du denn? Hä? Ich glaube, unser Testo wollte uns wieder nur verarschen, die kleine Missgeburt, genauso wie du angeblich existieren würde. Ja, habe ich mir gedacht, kein Geist. Merkst du was, Testo? Kein Geist, genau, kein Geist. Ja, dachtest du bist cool, dachtest kannst mich wieder verarschen, ne? Okay, und jetzt musst du dich noch dreimal so im Kreis drehen, um den Baumstamm da rum. Ey, Testo, ich hab dir gesagt, ich mach mich... Mach, Digga, oder hast du Angst? Dann mach's doch. Okay, ich mach das. Eins. Bist so sehen, wenn da kein Geist kommt. Zwei und... Drei. Und jetzt musst du nochmal sagen, dass der Geist kommen soll. Ja, der Geist soll ruhig mal kommen. Kommst du, Bilal Agabey? Dreimal muss das nochmal sagen. Dreimal. Schau, du Geist, wo bist du denn? Kommst du, Bilal Agabey? Trau dich doch. Komm du mit deinem Testo-Mester und deinem Bigfoot. Hä? Geist, wo bist du denn, du kleiner Pisser? Als ob du existieren würdest. Scheiße, hör auf, Digga. Hör auf, Mach Digga. Auf. Der kommt. Ja, wo denn Testo? Er kommt, Digga. Wo ist denn der kleine Schwanzelscher? Er kommt. Sag mir mal. Wirklich, hör auf, bitte. Hör auf. Sag nichts mehr. Scheiße, doch mal nicht ins Hemd, Alter. Wo denn? Sag nichts mehr, wirklich. Sag nichts mehr. So, ich scheiße auf den Geist, ich spucke auf den, hab doch... Digga, ich glaube, er kommt gleich. Ich glaube, er kommt gleich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist da, Digga. Du hast ihn gerufen. Du hast ihn gerufen. Willst du mich verarschen, Testo? Du hast ihn gerufen. Ja, wo denn, Testo? Guck mal da unten, wo wir gerade waren. Du hast ihn gerufen. Ich zoome jetzt mal dahin, warte. Du hast ihn gerufen. Testo, also ich sehe hier niemanden. Ich geh jetzt mal näher dran. Wie, du siehst keinen Geist? Ne, war doch klar, dass Digga, ich geh da nicht. Dann geh du. Guck mir, ich warte hier. Digga, komm doch jetzt mal mit, Testo. Ich beschütze dich doch. Wo ist denn ich? Bello, Papa Bello ist doch da. Der Geist ist mein Sohn quasi. Komm doch einfach. Nee, ich bleib hier im Auto. So, komm doch jetzt. Nee, ich bleib hier im Auto. Ach du Scheiße, der ist wirklich der Testo. Testo, der ist da. Lass mal schnell weg, Testo. Ne. Hol mich mal schnell ab, Testo. Der ist da unten. Geh doch hin. Wo ist er? Er ist da hinten. Ja, geh doch hin. Fahr mal schnell weg, Testo, fahr mal schnell. Fahr mal schnell. Ich muss doch zu dieser Chaya in diese Barsch. Fahr mal schnell weg. Lass mich mal rein, Testo. Ich fahr jetzt zum... Ja, komm, ich lass dich rein. Ich renn weg, Digga. Oh mein Gott, der hat da jemanden. Oh. Ach du Scheiß, Testo, der ist wirklich hier. Ich renn weg, Digga, ich renn weg. So, warte auf mich, ich will nicht alleine gehen, Testo. Geh hin, geh zum Geist. Ah, Testo. Der schießt auf dich. Testo, Scheiße. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Digga, entschuldige dich schnell beim Geist, entschuldige dich schnell. Geist, es tut mir leid, Bilal Agabey, entschuldigt sich. Wirklich, Geist, es tut mir leid. Ich spring auch hier runter. Tut mir leid, Geist, wirklich. Digga, der schießt auf dich. Spaß gemacht. Der schießt diese heiligen Kugeln auf dich, Digga. Ich hab nur Spaß gemacht, Geist. Testo, hilf mir doch mal, bitte. Ich kann nichts machen, Bruder. Du hast ihn gereizt. Testo, bitte. Ich hab mich doch schon entschuldigt. Ich kann nicht mehr. Der ist hier, Testo. Der verfolgt mich. Der schießt auf mich. Ich mach jetzt aus. Ich hab's doch verschissen. Ohne Spaß. Ich lock mich schnell aus jetzt hier hinter Hügel. Nee, komm mit. Nein, Testo, der ist hinter mir her. Der schießt auf mich die ganze Zeit. Ich komm zu dir. Ich, Scheißdreck, das wo bist du denn? So lange.
Weißt du, ich weiß das nicht. Ich hau hier irgendwo ab. Weißt du, der verfolgt mich, weil ich frech zu dem war. Ja, ich hab dir gesagt, warum machst du so eine Scheiße, Digga? Ich hab dir doch gesagt, weil ich dachte, du machst Aufnahme mit Arsch. Ich hab gesagt, du sollst sie nicht reizen, du Idiot, Mann. Ich geh jetzt hier, ich lock mich aus. Nein, lock dich doch nicht aus, Digga. Komm, wir gehen jetzt dahin und klären das, Digga. Nein. Ich klär gar nichts mit dir. Ich hab ausgemacht. Ich lock mich aus. Wir klären das jetzt, Digga. Ich hab ausgemacht. Nein. Ich will nicht alles umsonst gespielt haben. Wir klären das jetzt. Digga, der wird dich immer verfolgen. Ich hab ausgemacht. Ehrlich. Das ist so viel für mich. Digga, ich geh jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, du verarschst mich wieder, weil du witzig sein wolltest. Du hast Wahrheit gesagt. Ausnahmsweise, ich kann nicht mehr. Mein Herz pocht wirklich gerade. Digga, ich glaube, der kommt jetzt auch zu dir nach Hause. Leute, das soll's gewesen sein mit dem Video. Und dann kommt ein Standard-Skelett. Wenn ihr mehr sehen wollt, liken, abonnieren, nicht vergessen. Checkt auf jeden Fall mal Screws aus, meine Freunde. Der Typ hat richtig Paranoia. With the